dann wie gesagt, Karasor haben wir da, Atakan Karasor. Ein Etienne. Haben natürlich auch in der Form auch so noch nie zusammengespielt. Einige spielen in der zweiten Mannschaft von Borussia Führer in der Regionalliga West. Gut gespielt. Hamadi Al-Gadoui, wenn ich das mal richtig ausgesprochen habe. Ich hoffe es. Manga. Der ist ausgeliehen vom RSC. Anderlecht, auch ein Riesentalent. Und dann ist er da. Mit dem 0:3. Hamadi Al-Gadoui. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ein Deutsch-Marokkaner aus der zweiten Mannschaft des BVB. Spielt also aktuell in der Regionalliga West. Dort Dortmund ja auch. Dort Dortmund Tabellenführer. 0:3. Das war dann der Endstand in dieser Partie. Auch völlig verdient und noch standesgemäß. Halle hatte noch mal eine Chance hier mit einem Tor. Aber spielt natürlich A-Jugend. Kommt, was am Ende dann bei herausspringt. Wie gesagt, man muss sich noch mit da kurz vor Schluss das 3:3 kassiert. Und dann war es Klaus Jasula, Meisterschaft statt. Auch die deutsche Mannschaft war da zugegen, gegen Portugal. Auslosung Europa League, 13 Uhr. Ein Experten Raphael Honigstein. Und auf den Kicker-Redakteur Frank. Im Übrigen von André Schürrle. Die beiden sind richtig gut befreundet. Kommen beide aus Ludwigshafen. Nach Dortmund, Ferl aus Westfalen. Jetzt werden die gerade geschrieben hat auf meiner offiziellen Facebook-Seite. Sagt er, ja, du wirst es kennen als Ostwestfaler. Der hallische FC, die U noch im Programm, liebe Fußballfreunde, wird natürlich nicht vorenthalten. Also, dann schauen wir noch mal drauf. Durchgang Nummer 1.